Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Black Ops 3 Road to Scuffmaster. Ich habe wieder meinen Kollegen hier dabei. Kannst du mal Hallo sagen? Oh, da sind sie schon. Hallo. Lol. Oder Hintergrund. Du hast direkt kassiert, Alter. Gut. Ja, wir spielen wieder Suchen und Zerstören, diesmal aber auf Hardcore. Und mal gucken. Okay, da war einer. Das wird nicht leicht. Nee, ist ja auch Hardcore. Nee. Da wollte er mich flashen, aber nicht mit mir. Alter. Lol, Alter. Der war mit einem Schuss weg. Seit wann hat man denn so wenig Leben in Hardcore? Also ich wusste, dass man weniger hat, aber so wenig war mir dann auch nicht bekannt. Okay. Tot. Steht noch einer. Und wie viele von uns? Einen habe ich gerade noch, der auch. Drei. Jetzt auch zwei. Boah, das ist so übel, wenn man nicht weiß, wo der war. Okay, hier ist die Bombe. Okay. Man weiß einfach nicht, von wo die Schüsse kommen, wo jemand gestorben ist. Er ist schon übel. Wäre es ja eigentlich schon am schlausten mit einer Waffe zu spielen, die am schnellsten schießt. Mit der Vespa zum Beispiel. Ja. Weil dann hast du da die ein, zwei Schüsse schnell raus. Nein, danke. Hast du gerade einen Hitmarker bekommen? Boah, ich wurde ordentlich getroffen, ey. Boah, das war ja auch nicht knapp. Ey, was ich gerade für einen Lack habe, ist der Shit. Im Haus. Ach scheiße, man regeneriert gar nicht. Ja. Lol. Hardcore. Oh scheiße. Ich dachte, man hat nur weniger Leben, aber regeneriert trotzdem. Ich dachte, ey, wie lange will ich denn noch halb tot sein? Oh shit, ey. Ja. Was ist das Blöde in Hardcore? 1 gegen 2. Oh, nice. So, gegen einen noch. Die externe Perspektive ist einfach so scheiße in Black Ops 3. Beziehungsweise allgemein in COD. Wobei das, glaube ich, ein Problem ist, was alle Ego-Shooter haben. Wir haben sie zerquetscht. Weil die halt nicht darauf ausgelegt sind, dass du aus der Ego-Perspektive zuguckst. Und dann sieht so die eine oder andere Bewegung ein bisschen krüppelig aus. Headshot. Toll. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Die Ziele beschützen. So, ne, rechts rum will ich diesmal nicht. Nee. Oh, einer ist schon in die Mitte gesprungen gerade. Ey, achso, du bist hier. Ja. Na, lol. Alter. Wie schnell man weg ist, das ist einfach der Shit. Ich hab den auch bekommen, oder kam einer von links? Aber wie viele haben wir noch? Drei. Drei. Schwebeladung unterwegs. Oh. Läuft. Das lief gut. Holt er gerade sein Auto raus und dann macht er einen Abgang. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Neutralisiert die Ziele. Ich finde, man hätte das einfach so machen sollen, dass man halt kein HUD hat. Also, dass man halt normales Leben hat, aber kein HUD. Weil. Ich hab dich fast getötet. Zum Glück hab ich nicht voll gemacht. Ja, hab ich auch gerade mitgekriegt, wie die Kugeln da links an mir vorbeigeflogen sind.
Nein, T4, du Ficker! Ich hab's so gehört, ich denk mir so, hä, war das hinter mir auf einem Baum, denkst du? Oh Mann, ey. Das T4 ist auch so übel stark im Black Ops 3. Mit diesem Alarm war? Ja, eben. C4 ist so schon nervig gewesen. Also wenn man mal guckt, wie viele damit früher gespielt haben in Ghost oder sowas, haben die das geworfen und dann direkt explodieren lassen. Und jetzt einfach mit einem Alarm. Du kannst das einfach irgendwo hinpacken und wenn der Alarm kommt. Oh, nice. Wir haben sie zerquetscht. Weiter so. Wenn der Alarm kommt, jagst du es einfach hoch. Ja. Es hat einfach überhaupt nichts mehr mit Skill zu tun. Du musst einfach gucken, ob eine Mitteilung kommt und dann hochjagen. Fertig. Wenn man vom BO2 die C4 einfach vergleicht, ist C4 einfach jetzt richtig scheiße geworden. Ja, ich hoffe, dass sie das ändern. Findet Warfare. Ja. Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. So, tot durch Schuss ins Bein. So sieht's aus. Nein. Oh, Kacke. Er ist hinter feindlichen Linien. Oh, der eine hat, glaube ich, sogar gerade C4 geworfen. Ja, da liegt es. Wenn er nicht hin. Oh. Hinter dir. Nein. War wohl klar. Wie man mit so einem Visier spielen kann. Also mit dem Rotpunkt. Warum? Keine Ahnung. Ich kann auch nicht mit den ganzen anderen Visieren spielen, nur mit den Standard. Ja. Ist so. Da ist einfach zu viel rumgefuchtelt. Man sieht einfach nichts. Also das ein oder andere sieht schon cool aus, aber das bringt mir nichts, wenn ich nichts sehe. Nein! Woher wusste der das? Schluss mit dem Selbstmitleid. Ich weiß es nicht. Und an die Arbeit. Ich bin gerade außen an der Wand längs und der hat mich da einfach erwartet. Ja. Was ein Stinker, ey. Also man stirbt echt ein bisschen schnell. Das muss man einfach mal sagen. Ja, er schießt mich, Teammate. Junge. Wie er pre-fired, Alter. Was ein Sack. Ich will da erst nicht hin. Okay, weg, ich guck mal hier. Wait, hast du ihn? Sprayt er die ganze Zeit rum? Wo seid ihr hin? Ich bin im Laborraum drin. Achso. Nein, einer ist links außen. Ah. Er ist gerade rechts weggeslidet. Richtung seine Base. Lol. Nice. Wie kann der Typ bitte Kills machen? Der bleibt einfach stehen. Er wird beschossen und er bleibt stehen. What the fuck einfach nur. Ah, ich spiele nur noch gegen einen. Die Bombe ist scharf. Ja, nice. Und wir haben gewonnen. Oh, ausgerutscht. Unser Ruf ist unsere größte. Ja, ich glaube, Hardcore werde ich nie wieder spielen. Nein.
Also, dass man halt keinen Hut hat, das ist eigentlich schon nice, aber mit einem Schuss dann das ist es nicht so nice. Und ich war letzter. Nein. Schande. Schande. Gut, dann verabschieden wir uns. Gefallen. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.